Moin Moin aus Madeira, Koi der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich eine neue Serie für euch, die ich schon in den letzten FIFA reingebracht habe. Nämlich haben wir wieder Squad-Bilder am Start. Und ich habe mir auf jeden Fall wieder die Mühe gemacht, für euch ein paar Squads zu erstellen. Heute habe ich mir gedacht, dass wir ein Team präsentieren, nämlich ein 50k-Team, wo ich euch ein bisschen über die Spieler erzähle, was ich an den Spielern nice finde und so weiter und so fort. Ich werde darüber hinaus eine Playlist erstellen mit den ganzen Teams. Ich würde sagen, als nächstes machen wir 100k. Und das bringen wir auf jeden Fall ja täglich, beziehungsweise bringen das sehr, sehr oft. Deswegen, wenn ihr das feiert, lasst auf jeden Fall Like da und schlagt auf jeden Fall auch eure Vorschläge vor, was ich machen soll für Budgets. Ich habe mir, wie gesagt, gedacht, erstmal 50.000 zu starten und wir arbeiten uns dann kontinuierlich immer höher und immer höher, damit wir dann auch alle Budgets abgedeckt haben. Ich würde sagen, wir labern noch nicht mehr so viel, sondern wir gehen auch direkt rein ins Video. Wie gesagt, für mich ist das beste 50k-Team, was ihr bauen könnt, aber die Meinungen sind natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja, ich versuche euch am Ende des Tages natürlich zu helfen und was ich bisher weiß von den Spielern und wie sie spielen, kann ich euch nur weitergeben und das möchte ich auf jeden Fall in dem Video hier machen. Fangen wir direkt an im Tor, da habe ich nämlich jemanden, den ich auch sogar im Verein habe, nämlich der gute alte Keylor Navas, ihr kennt ihn alle, ja, der Mann von PSG, 90 Technik, 90 Reflexe, 82 Positioning, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Sets, da kann man auf jeden Fall nicht allzu viel machen. Ich hatte jetzt Keylor Navas schon im Draft, da hat er mir sehr, sehr gut gefallen und in einem 50k-Team einen guten Torhüter zu haben, ist auf jeden Fall nicht das Allerschlechteste. Dann gehen wir zu der Verteidigung und da haben wir den Innenverteidiger von PSG, auch natürlich im Greenlink zu dem Keylor Navas. Und ich kann euch jetzt schon direkt sagen, Kimpembe, ein sehr, sehr starker Innenverteidiger. Ich glaube, aktuell kostet er so 15.000 auf der PlayStation, 73 Tempo, 80 Defending, 84 Physis, Beine, Körpergröße von 1,89, was einfach nur mega, mega stark ist, wie ich finde. Und links haben wir ganz, ganz easy dann. Ja, ist es, ich meine, für das Budget ist es schon sehr, sehr stark, aber ja, wir haben hier Diallo. Ich weiß, es ist sehr, sehr offensichtlich. Aber wir kommen gleich noch zu dem Part, der nicht so offensichtlich ist in der Offensive. Aber ich finde, für den Preis gibt es halt kaum bessere Innenverteidiger, muss man ehrlicherweise sagen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist krank und dementsprechend möchte ich euch das hier ans Herz legen. Machen wir weiter auf der Rechtsverteidigerposition. Und da haben wir auch einen Mann von PSG. Das bleibt aber auch der letzte Mann von PSG hier in dieser Mannschaft. Nämlich haben wir Flo Renzi, ja, auch sehr, sehr cheap, 81 Tempo. Habe ich sogar einen Verein hier, 79 Dribbling, 77 Defending, jedes Set über 75 außer 73 Physis, das ist schon sehr, sehr stark. Könnt ihr auch sehen, Antritt 83 ist auch absolut in Ordnung, Ausdauer 86, was das Rechtsverteidiger natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Dann gehen wir zur Linksverteidigerposition und da habe ich mich entschieden für Kamara. Für die Leute, die Kamara nicht kennen, gar kein Problem, nämlich werdet ihr gleich sehen, was der für kranke Stats hat. Also schon sehr, sehr gut. Wir haben ihn ja auch im Verein, er hat 88 Tempo, 60 Shooting, 68 Passing, 76 Dribbling, 76 Physis, Ausdauer hat er auch 84, was gut ist, wie auch Florenzi mit 86 Ausdauer und eben halt Sprintgeschwindigkeit, 89 Antritt, Sprintgeschwindigkeit 88, was einfach nur absolut heftig ist. Balance 91, Beweglichkeit 82, Fairer Zweikampf 74, ja, defensiv, hat auch immer noch also man kann ihn auf jeden Fall. Er kann auf jeden Fall besser verteidigen, aber was ihr nicht vergessen habt, ihr kriegt einen sehr, sehr billigen Linksverteidiger für sehr, sehr wenig Points. 88 Tempo, Deckliches Physis, das ist schon sehr, sehr ordentlich, wie ich finde. Dann gehen wir ins Mittelfeld, gehen wir zum LZM und da haben wir einen Spieler, der aktuell, glaube ich, so um die 6k kostet, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, nämlich Paulinho, ihr kennt ihn alle. Auch ein sehr, sehr solider Spieler, wie ich finde. Wir haben hier auf jeden Fall 72 Tempo, 82 Shooting, 82 Dribbling, 80 Defending, 85 Physis. Die Karte sieht einfach absolut nice aus, muss ich ehrlicherweise gestehen. Das sieht einfach nur heftig aus. Das Einzige, was bei Paulinho vielleicht ein bisschen schade ist, was ich aber nicht schlimm finde, ist halt seine Pace. 71 Geschwindigkeiten und 74 Antritte ist jetzt nicht die Welt. Finde ich aber nicht so schlimm. Wie gesagt, bei uns spielt er hier auf der 6. Ich habe jetzt das Team gebaut in einer 4-2-2-2. Ja, deswegen bei mir spielt er auf der 6 und die Stats sind auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. 82 kurzer Pass, Ausdauer 92, 92 Sprungkraft, 82 Stärke, 81 Aggressivität. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Dann haben wir rechts neben ihm auch einen Brasilianer in der gleichen Liga, nämlich Renato Augusto. Auch natürlich bekannt bei den meisten, würde ich sagen. Auch so eine ähnliche Karte wie Paulinho,
Allerdings hat er, glaube ich, noch so ein bisschen weniger Pace, 70 Sprintgeschwindigkeit, 85 Ausdauer, 79 Stärke. Was bei ihm nice ist, ist natürlich sein Passing. Kurzer Pass 85, langer Pass 83, 84. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Stats. Was ihr nicht vergessen dürft, er hat dazu noch viel Spezialbewegungen, viel schwacher Fuß. Das ist auch gar kein Problem. Bei einer Körpergröße von 1,86 kann man sich auch eher weniger beschweren. Bei Paulinus sind es 1,83, das heißt, er gewinnt natürlich auch die Kopfbälle im Mittelfeld. Dann haben wir auf der ROM-Position den nächsten Brasilianer, nämlich den guten Oscar. Auch bei ihm ein klassischer Zehner, ein sehr, sehr guter Zehner, viel Spezialbewegung, leider nur 3 schwacher Fuß. Allerdings haben wir hier 83 Antritt, 84 Ausdauer, 86 kurzer Pass, 85 langer Pass. Ihr wisst ja selber, in FIFA 21 ist es nicht so einfach zu passen, also du musst dich schon extrem fokussieren, dass diese Pässe ankommen, und dementsprechend ist es natürlich wichtig für uns, dass wir Spieler haben, die gut passen können, damit natürlich auch unsere Pässe ankommen. Ansonsten wäre natürlich ein bisschen schade. Und darüber hinaus hat er 78 Abschluss, das heißt, ihr könnt auch Tore mit ihm machen, 81 Flanken, 80 Übersicht. Das passt schon alles, 83 Ballkontrolle. Dribbling könnt ihr mit ihm auch, 88 Beweglichkeit, ist auch sehr, sehr fresh. Dann haben wir den nächsten Zehner, und ich glaube, viele wissen schon, wen ich damit meine, nämlich ist das der gute Anderson Talisca, auch ein Spieler aus der chinesischen Liga, habe ich im Verein hier. 84 Antritt, 76 Sprintgeschwindigkeit, 84 Ballkontrolle, kurzer Pass 84, langer Pass 82. Ihr seht es an den Stats, die wichtigsten Werte hat er alle über 80. Er hat Tempo über 80 bzw. auf 80, 82 Shooting, 81 Passing, 82 Dribbling, 75 Physis, okay, aber nicht so schlimm, weil es Sprungkraft ist. Ich wollte sowieso nicht mit Talisca die ganze Zeit köpfen, obwohl er 1,90 ist, also das wollen wir mal nicht vergessen. Ne? Und dementsprechend 1,90 zu sein und 84 andere zu haben, ist schon sehr, sehr stark. Dann kommen wir zu der Offensive, und da habe ich mich entschieden für einen Stürmer, den eigentlich, ich weiß gar nicht, ob viele von euch den kennen, nämlich ist das Alex Teixeira. Und ja, ihr seht schon, Pace ist nach wie vor wichtig für Leute, die es noch nicht wussten, die noch nicht FIFA gezockt haben. Wir haben hier einfach 94 Antritt, 92 Sprintgeschwindigkeit, 77 Abschluss. Und darüber hinaus haben wir 87 Ausdauer, ja moin, also wirklich, das ist heftig. 91 Beweglichkeit, probiert Teixeira auf jeden Fall mal aus. Dazu haben wir 4-4, also für mich ein richtiger OP-Spieler. Und links daneben haben wir auch einen Spieler, der sogar noch mehr Pace hat. Also das Team ist auf jeden Fall fuller Pace. Und da haben wir Achen Pong, ähnliche Karte wie Teixeira. Ich habe ihn hier im Verein. Vier Spezialbewegungen, 93 Antritt, 94 Sprintgeschwindigkeit, ein Abschluss von 78, 93 Beweglichkeit, sogar mehr als Teixeira noch, 91 Ausdauer. Also eigentlich wirklich jede relevante Stat, die er hat, ist sehr, sehr hoch bei ihm, und dementsprechend habe ich ihn auf jeden Fall hier ins Team gebracht, weil er einfach so stark ist, und ich kann ihn euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und kurzer Pass, 75 ist okay, ist langer Pass, gut, wir wollen jetzt keine unbedingt langen Pässe mit ihm spielen, mit 69. Schusskraft 79 voll in Ordnung. Also die Karte sieht auf jeden Fall mega mächtig aus. Und ja, das ist auf jeden Fall 50k, wert, sogar ein bisschen unter 50k auf der PlayStation aktuell, so bei 47.000, 48.000 an dem Datum, was ich das heute aufnehme, der 8.10. Und dementsprechend, soll es das von dem Video gewesen sein. Lasst auf jeden Fall ein Like, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber aus meiner Sicht ist das beste 50k-Team, was ihr euch bauen könnt in FIFA 21. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke auf jeden Fall fürs Anschauen. Euer Kollege der Finisher. Ciao.